Was geht ab, meine lieben Freunde? Vor wenigen Tagen gab es eine überraschende Wendung im Beef zwischen Flair und dem Atzenkeeper. Obwohl es wochenlang so aussah, als würde der Beef zwangsläufig in eine körperliche Auseinandersetzung enden, da es von beiden Seiten etliche Ansagen gab und die Sache sich immer weiter hochschaukelte, verkündete Flair aus dem Nichts, dass es im Hintergrund ein Gespräch gegeben hat und sie die Streitpunkte beilegen konnten. So schrieb er: Es gibt zwischen Boogie und mir kein Problem mehr. Es wurde sich ausgesprochen. Alles Liebe für die Zukunft. Jetzt meldet sich Boogie zu Wort, der sich tagelang nicht zum Statement geäußert hatte. Für mich schien es schon sehr merkwürdig, dass er das Statement von Flair nicht repostete. Doch nun verkündet er, dass er das Gefühl hat, dass das Statement von Flair so wirke, als wäre er dabei gewesen. Allerdings soll Flair nicht dabei gewesen sein und es wurde über Flair gesprochen, nicht mit Flair. Die Teilnehmer des Gesprächs wären friedlich auseinandergegangen und das sei der aktuelle Stand. Auf mich wirkt das Statement eher so, als sei die Sache noch nicht wirklich geklärt. Aber wie beurteilt ihr das Statement? Schreibt es in die Kommentare. Jo, hier das heiß erwartete Flair-Statement, also zu dem Beef mit Flair, wo ich meinte, es ist gar kein Beef. Es gibt im Internet so eine Sprüche wie, er hat mir die Ehre genommen. Nein, also man kann mir nicht die Ehre nehmen und das müssen auch Leute mit Ehre sein. Und auch in dem Sinne, wenn die ganzen Twitch-Sachen, ja, ich wurde angerufen, ob ich Schwierigkeiten brauche. Hier waren Leute vor der Tür. Ich wurde gehauen. Es ist alles eine Mythe. Es ist reiner Unsinn. Es gab ein Gespräch mit Leuten. Es wurde über Flair gesprochen. Flair war nicht dabei. Die Leute sind in guten auseinandergegangen, aber dass dieses Statement, wie es da aussah von seiner Seite, dass irgendwie sich ausgesprochen wurde und alles geklärt wurde, also es wurde über ihn gesprochen, er war halt nicht dabei. Das ist eigentlich auch der ganze Stand von diesem ganzen hängengebliebenen Beef. Ja, in dem Sinne, euch einen schönen Abend. Make Hip-Hop great again, baby, baby.